Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Darkness Falls. Ich wollte jetzt ja eigentlich die Ausgrabungsquest in der Nacht machen, hab mich ein bisschen verpeilt. Deswegen machen wir die jetzt nochmal schnell zusammen. Das sollte ja mit dem Erdbohrer zum Glück nicht so lange dauern. Aber ich glaube, er war schon wieder fast kaputt. Entsprechend müssen wir noch einmal reparieren zwischendurch. Vermutlich. Das ist ja kein Problem. Grab, grab, grab. Das Ding geht ab, ey. Das ist schon geil. Und so lassen sich Quests natürlich doch sehr schnell erledigen. Und defekt. Dann reparier das mal. Kümmere mich währenddessen um die Hornisse. Die irgendwie mit uns spielen will. Hornisse! Da. Willst du doch nicht mit uns spielen? Sehr schön. Ach, wie lange braucht er noch zu reparieren? 14 Sekunden. Das ist in Ordnung. Dumm, dumm, dumm. Gehen wir schon wieder ins Loch. Ich sollte, glaube ich, auch einen Weg nach oben gleich mal wieder freigraben. Falls die Zombies spawnen, dass ich hier so schnell rauskomme. So, weiter geht's. Kiste, perfekt. Noch eine Dreiermod? Oho. Oho. So, wie wär's, wenn wir das Ding ein bisschen leveln? Jo. Ja. Noch einer? Ja, ihr. Waffe gelevelt. Zur Frage, wir hatten noch eine Schatzkarte. Ist die zufällig auch hier in der Nähe? Ne, ist ein Kilometer entfernt. Und dann gehen wir die Quest kurz ab. Und dann machen wir uns auf den Weg in eine von diesen Büchereien. Hi. Ah, jetzt hat sie mich auch noch getroffen. Mist. Mir fällt gerade ein, ich glaube, wir haben das komische Jäger-Masterbuch immer noch nicht gelesen. Das werden wir vielleicht gleich mal machen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Dann wissen wir nämlich endlich, ob das noch funktioniert. Zack. Mhm. Ah, das ist wieder so ein großer Berg zwischen. Muss mal gucken, dass ich den umfahre. Es wäre natürlich geil, wenn wir jetzt sowas wie einen Gyrocopter hätten. Ich frage mich gerade, ob es den hier in der Mod überhaupt gibt. Falls ja, wäre das natürlich ein Träumchen. Dann könnten wir diese Touren alle ein bisschen weniger langweilig gestalten. Ja, aber gut, es macht keinen Unterschied. Ob ich jetzt einfach nur geradeaus fliege oder geradeaus fahre, das macht ja eigentlich spannungstechnisch keinen Unterschied. Ja, war klar, dass du dich erstmal wieder drehst. So, rüber. Genau, genau. Tap. Wir sind gleich da. Oh, vielleicht haben wir da sogar Stufe 3 freigeschaltet. Wäre das cool. Da würde ich mich drüber freuen. Und ich glaube auch, je mehr Quests wir bei ihm machen, desto besser werden, glaube ich, auch die Preise. Oder irgendwie, es gibt ja hier so ein komisches Loyalitätssystem bei den Händlern. Bin mir halt gerade nicht ganz sicher, wie sich das genau wo äußert, aber je mehr gute Sachen du bei einem Händler machst, was auch immer diese guten Sachen sein sollen, desto mehr coole Sachen gibt er dir als Möglichkeit. Zum Beispiel auch Rüstungscrafting hat er uns schon beigebracht, Rezepte kann er uns beibringen, Preise reduzieren. So, auf jeden Fall gibt es so einen Schrott hier, das ist ja klar. Jo. Gib uns den ganzen Kram mal. Inventar. Viel Spaß damit. Wieder nicht haben. Ist okay. Now let the door hit you on your way out. Hast du neue Aufgaben? Nee.
wir hier noch? Abholen, säubern. 1,2. Ausführen, 6. Ich glaube, das hat er uns schon mal vorgeschlagen. Wooden Palisade. Das kennen wir definitiv nicht. Das werden wir jetzt aber auch nicht machen. Wir wollten uns in eine Bücherei begeben. Kurz meinen ganzen Kram aussortieren. Oh, ich wollte gerade sagen, ich könnte auch mal wieder Termine schlucken, aber das sieht noch ganz gut aus. Crafting-Zeug. Hier, du kannst nach unten. Zack. Noch eine Dreier. Kann ich die eigentlich noch irgendwo unterbringen? Du hast eine Dreier? Du hast eine Dreier. Hat alles schon Dreier. Und ich glaube, in die Rüstung geht es ja nicht rein, ne? Korrekt, da geht es nicht rein. Machen wir dich trotzdem mal hier rein. Nicht dich. Dich und dich. Zack. Hier haben wir irgendwas zu essen mit. Genau. Okay. Dann haben wir alles. Wasser? Wasser habe ich nicht. Ich habe jetzt die Getränke hier ausgesourcet von der Nahrung, damit wir wieder mehr Platz in der Kiste haben. Dann gib mir doch mal den Smoothie mit. Dann können wir Wasser reinhauen, sobald wir es richtig nötig haben. So. Wir fangen mit der Kleinen an, würde ich sagen. Die da. Irgendein Stellenwegpunkt. Der kleine Kasten da. Heckebuck. Oder waren wir schon drin? Okay. Also, wenn wir drin waren, sieht schon nicht mehr so geil aus. So, warte. Hier waren wir schon drin. Schade. Schade, dann nicht. Da gucken wir uns vielleicht doch die große an. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Das ist ein bisschen viel für eine Folge jetzt noch. Wir sind ja schon bei 8 Minuten. Aber wir schauen mal hier das Gebäude links. Auf den 4 Türmen. Ist laut Aufschrift eine Bücherei. Library. Schauen wir mal. Oh. Ein Waffenlevel nebenbei. So. Vielleicht doch wieder die Spitze raus. Ist das Demolishers? Nee, ne? Oh, Schande. Gut. Das ist ja witzig. Woo!
Ich glaube, wenn ich auf den hier grünen Punkt schieße, dann explodieren sie, aber dann kriege ich die EP, glaube ich, nicht vom Tod. Noch ist keiner ausgelöst. Alter. Was für ein Begrüßungskomitee! Okay, aber ich merke gerade, die haben so viel Life, ich krieg die kaum down. Also nicht live, Rüstung. Ich glaube, die werde ich vielleicht sich doch in die Luft sprengen lassen. Das kann witzig werden, sobald die in den Hordewellen mit drin sind. Wow. Einfach nur wow. Das ist übel. Oh. Zack. Du bist auch noch aufs Maul. Ich hoffe, davor kommen jetzt nicht noch so viele mehr. Das wäre ärgerlich. Wow. Nicht schlecht. Was wir hier haben, da war schon der erste Bauplan. Also für Meister kennen wir schon, aber die können wir wieder zerlegen natürlich. Mhm. Magst du mich einfach in Ruhe lassen, bitte? Oh. Na ihr? Wird vergiftet. Was hat das jetzt zu bedeuten? Talk, jetzt können sie heilen, aber die Sanitäter. Hä? Sie bräuchten ein Erste-Hilfe-Kit? Sterbe ich da jetzt dran oder was ist das? Warten wir mal ab. Gut, streng genommen, ich möchte nicht da alles tot umfallen, aber wer weiß, was passiert. Naja. Treppenhaus. Alter. Leute! Was ist denn mit euch? So werde ich ja niemals oben ankommen. Okay. Gut. Ja, kurzer Stopp. Ich werde mich zu Hause mal kurz. Da werde ich mir auch gleich ein Erste-Hilfe-Kit mal reindonnern. Alter. Das ist übel. Keine Ahnung, ob wir das schaffen werden überhaupt. Das ist krass. So, ich schneide das auch mal kurz raus. Dann hole ich euch gleich wieder zu, wenn wir wieder weitermachen. Bis gleich. So, da sind wir auch wieder.
Ich habe gegen die Vergiftung tatsächlich nichts machen können. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Irgendwie startet Blood Draw Kit kann heilen, aber ich habe mal kurz auch mal Google eingekippt. Das ist wohl ein Item, was mit der Alpha 18 entfernt wurde. Das gibt's nicht mehr. Die Alternative ist so ein Sanitäter-Kit und das ist Master Scientist. Das haben wir auch nicht. Entsprechend muss ich mal kurz abwarten, ob die Vergiftung mich einfach instant tötet, sobald die Zeit abgelaufen ist, oder der Effekt einfach verschwindet, was auch immer dieser Effekt ist. Das heißt, abwarten, Tee trinken. Also in etwa. Entweder falle ich gleich tot um oder nicht. Bücherregale. Mehr. Oho. Aber allein die untere Etage ist ja jetzt hier schon geil, dass ich schon wieder so viele Bücher kriege. Das heißt, wir können uns definitiv bald nochmal an den Schreibtisch beschäftigen. Er nervt, du, ne? Gut. Tja. Er ist ja tot. Wunderbar. Kann ich schon wieder alle zerlegen hier, oder? Minibikes, ja. Läuft. Nächster Raum. Was wir noch nicht hatten. Ach komm, Topfpflanzen lasse ich jetzt mal da. Ach. Und reingucken und es nicht kaputt schlagen. Kleiner, feiner Unterschied. Blümchen lasse ich auch mal kurz da. Nächster Raum. Läuft. Okay. Du fandest die Tür wohl nicht so geil. Oh Mann. Dum, dum, dum. Und das würden wir ein bisschen essen und trinken hier drin, das ist ganz nett. Ich könnte die ganzen Sachen eigentlich auch mal zerlegen wieder. So viel Schrott dabei. Aber hier? Aussicht. Ah, angemalte Heuballen für weniger Schaden. Ein Damespiel. Okay. Gespannt, was das mit dem Gift ist. So, dann. Zerlegen. Ich lese ich aus der Hotbar. Wow, Bogenschießen ist jetzt auf Stufe 2. Welch Begeisterung. So. Oh, das ist auch überall die Farbe drin, die ich doch gern hätte. Ah!
So. Weiter geht's. So. Treppenhaus war hier drüben, ne? Ja. Ah, ich hab was geweckt. Hi. Der Gift-Effekt ist einfach weg. Okay. Das ist in Ordnung. Du darfst auch noch umfallen. Alter. Gut. Hat die jemand Skill? Gibt es nicht einen Skill, dass die Dinger sich besser... Dass sie mich mehr heilen? Da nicht. Arzt. Ah. Gut, habe ich nochmal Punkte rausgekommen. Jetzt dürftest du mich aber um 60 heilen, ne? Perfekt. Können wir uns noch viel besser heilen unterwegs. Ich könnte was trinken. Dafür habe ich auch extra den Smoothie mitgenommen. Weiter geht's. Lange Treppe. Hi. Okay. Ist das cool. Ist das cool hier. Stahlrüstung. Haha. Jetzt dürfte ich mir auch den Brustpanzer machen, ne? Jo, ist freigeschaltet. Perfekt. Also wir können uns dann zu Hause auch einen anständigen neuen Brustpanzer machen. Sehr nice. Was ist das denn? Schießpistolengeschützturm, okay. Hi. Oh. Seid wieder bei euch. Scheiße. Oh oh. Oh Gott. Hab's überlebt. Haha. Puh. Direkt nochmal ein Verband hinterher. Jo. Uiuiui. Gut. Ich hätte mir auch was sollen. Warum nehmen wir die Schrotflinte doch lieber mal zur Hand? Elektrische Teile, die kann ich gebrauchen. Ah, kleines Blutparadies heute. Gegenstand muss repariert werden. Kann ich mir die mittlerweile eigentlich selber machen? Nee. Würde mir aber gerne mal eine selber machen. Ärgung. Bauplanknarre. Okay, das heißt, ich werde mir vielleicht das Skill mal kurz sparen. Vielleicht finde ich den Bauplan hier nämlich noch. Werde ich dich jetzt einmal reparieren. Gut. Schreibtische looten. Und Rechner looten.
Oh, einen Punkt könnte ich in Bergung, glaube ich, reinmachen. Wo war das? Scavenger, ne? Oh, nein. Da. Bergung. Komm. Ratsche-Rezept jetzt gelernt, hätte ich die theoretisch jetzt hier machen können. Die Materialien nicht, oh ja. Sehr schön. Dann machen wir uns demnächst auch nochmal eine Ratsche-Ratsche. Läuft bei uns. So, weiter geht's. Da war ein Skillpunkt. Ich hab ihn gesehen. Oh, noch einer? Nee. So. Weiter looten. Ja, da. Dann lass uns doch mal wieder ein paar Bücher auseinandernehmen. Sortieren wir mal. Bogen brauchen wir nicht. Butchering haben wir fertig. Oh, Farming-Tipps. Oho. Mini-Bikes für Dumpshit. Jo. Oh, das ist so gut schon wieder. Exit. Noch nach unten. Mal gut, dass wir kann. Obwohl, das ist eh, glaube ich, Heuballen. Da kriegen wir sowieso nicht so wirklich Schaden. Oh Mann. Oh! Hi! Oh! Dann lernen wir noch ein bisschen was mit Gewehr. Ihr bewegt euch ja anscheinend gerade nicht wirklich gerne. Warum kämpft ihr gerade nicht mehr? Gleich jetzt mit ihm hier. Okay, sie wollen gerade nicht mehr mitkämpfen. Sagen wir mal so, beschweren tue ich mich jetzt kurz nicht. Ich werde das jetzt mal ganz eiskalt und kackendreist ausnutzen. So. Perfekt. War ich da oben auch dran? Yep. Zieht mir die Schrotflinte wieder. Beziehungsweise ich kann mir ein paar Bücher zerlegen, ne? So. Loot. Danke. Es lohnt sich einfach so. Das Gebäude als Quest-Gebäude wäre nochmal ein richtiges Träumchen. Oh, Bier! Perfekt! Nochmal zu die Wellness. Hab ich Geld?
Nö. So. Gehen wir mal auf die Toilette. So. Der Schraubenschlüssel ist in Ordnung. Jetzt habe ich ja doch schon wieder einen Blumenpott mitgenommen. Naja, ist egal. So, sortiere mir nochmal. Weg, weg, weg. Ich kann eigentlich direkt mal lernen, bevor ich dich versehentlich scrappe. Ha, passt schon. Weiter geht's. Eine Etage nach oben. Oh mein Gott, so viele Bücher noch. Oho. Ach komm. Wo? Bin ich sicher, aber ich glaube, so ein Gebäude hatten wir unterwegs schon mal irgendwo gesehen. Das heißt, wenn ich das auf der Karte ganz zufällig wiederfinde, hätten wir natürlich noch eine super Quelle für... noch mehr Bücher. Ich empfinde es hier gerade übrigens auch eigentlich jetzt total hübsch, um hier zu wohnen, aber gerade unsere das bei uns beim Händler finde ich jetzt auch gar nicht so verkehrt. Oh, Loot mir zu Ende. Aber auf jeden Fall noch nichts Spannendes Neues dabei. Alles schon? Haben wir alles schon. Können wir mal wieder was zerlegen. Wie oft ich einfach diese Granatenmod. Also. Oh, was ist das denn? Ist da was drin? Ah! Gib dir wohl einen Fahrstuhl hoch. Ist in Ordnung. Oh. Der letzte, ne? Nee, vorletzte. Auch nochmal hoch. Würde mich auch nicht wundern, wenn wir irgendwo nochmal über Gegner stolpern hier. Geil. So. Nächste Ladung. Oh. Dann haben wir's. Dann haben wir das Gebäude fertig. Ach, alphabetisch, A bis F. Ach, tatsächlich, stehen sogar Buchstaben dran. Witzig. So, was haben wir denn im A bis F Regal? Haben wir schon. Cool. Ich hab's Gebäude fertig. Genial. Gut, weiter.
Dann könnte ich vielleicht noch mal ein paar hier Goldruten sammeln. Falls wir mal wieder gelbe Farbe machen wollen. Oder Tee. War das nur das eine Feld? Nee, hier. Chrysanthemen. Nehmen wir auch noch mit. Haben wir noch eins? Oh, tatsächlich. Dann haben wir bestimmt auch noch ein viertes. Schauen wir mal. Jo, Baumwolle. Perfekt. Dann nehmen wir doch das mal, was uns als Exit vorgeschlagen wird. Tada! Blub. Ah. Cool. Unter den Fahrstuhl will ich auch nochmal reingucken. Jetzt noch. Okay. Also, ich würde mal sagen, das hat sich richtig gelohnt. Wie viele haben wir denn jetzt? Warte, ich kann noch mal mehr zerlegen hier. Patching kennen wir schon. Minibikes kennen wir locker. Auch, auch, auch. Noch eine Glücksbrille brauchen wir nicht. Wo sind sie denn? 315, 18. Oh, 321 Fähigkeitsnotizen. Oh, wie gut ist das denn? Sehr schön. Wird auch langsam dunkel hier. Oh, herrlich. Nee, dann begebe ich mich mal entspannt nach Hause. Sortiere den ganzen anderen Kram so weit weg. Und schauen wir mal, was wir beim nächsten Mal machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hatte wieder furchtbar Spaß. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss!